für die. Matthias hat gestartet. Ja. Matthias hat gestartet und dann kannst du ja mal kurz auch schon die erste Folie starten für unsere Einführung. Schon mal herzlich willkommen an alle. Markus Nippel macht ein paar eröffnende Worte und dann wird Matthias Burgbacher, also auch ich, werden noch kurz den Ablauf erklären, was wir heute Mittag sehen, wie so das Programm ist und dann werden wir verhältnismäßig schnell einsteigen. Auch schon mal herzlich willkommen an alle Mitglieder aus dem Bereich des alten Schlachthofs. Sehr schön, dass Sie alle da sind. Klima AG und Co. Eine lange, lange Geschichte, bis wir jetzt bis heute da sind. Aber toll, dass das jetzt auch geklappt hat. Also vielen Dank. Markus, ich würde dann das Wort an dich übergeben. Ja, auch kurze Begrüßung von mir. Also es ist jetzt, glaube ich, so ähnlich wie kurz vor einem Konzert im Tollhaus. Alle sind so ein bisschen aufgeregt und gespannt, was denn jetzt passiert. Und die Leute, die das Konzert spielen, hoffen, dass auch alles gut klappt. Wir haben in etwa vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal in einer größeren Runde zusammengesessen und uns diese Fragen gestellt, die ja ganz explizit hier auch von den Nutzern gekommen sind. Und wir sind eigentlich ganz froh, dass neben den ganzen planerischen Themen, die ja den Schlachthof lange begleiten, jetzt tatsächlich auch solche Fragen eben nicht nur extern mit Ingenieursverstand bearbeitet werden, sondern ganz konkret auch mit den Nutzern. Sondern wir glauben, dass gerade in der Diskussion über Klimaanpassung dieser Aspekt oft vergessen wird. Man denkt immer, es gibt technische Lösungen oder wenn man mehr Bäume pflanzt oder Brunnen baut, ist die Welt in Ordnung. Aber das Thema ist wesentlich vielfältiger und auch sehr viel persönlicher. Und deswegen fanden wir das jetzt eine sehr schöne Gelegenheit, auch mit den Akteuren im Schlachthof eigentlich darüber nachzudenken, wie sowas denn aussehen kann. Und ich bin selbst gespannt, ich habe die Ergebnisse noch nicht gesehen und ich freue mich jetzt auf die Vorstellung. Vielen Dank, Markus, für das Begrüßungs. Das ist wirklich, also ich finde es auch gut mit dem Vergleich des Konzerts. Wir wissen es jetzt auch noch nicht genau. Klappt die List so, wie es sein soll. Aber ja, es war im Oktober. Matthias, könntest du gerade die nächste Folie mal durchklicken? Haben wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen, genau am 28.10. hier im vorderen Gebäude. Dann gesagt, okay, was können wir tun? Es gibt da genau das Problem, dass es im Sommer immer sehr, sehr warm ist im Schlachthof und ist dann nicht die Möglichkeit, sich im Rahmen studentischen Projektes einfach mit der Thematik auseinanderzusetzen. Bitte nächste Folie. Ja, wir hatten dann auch schon gleich verhältnismäßig viele Ideen. Das waren so die ersten Skizzen, was wir uns gedacht haben. Wir brauchen bestimmte 3D-Modelle, wir können ganz toll simulieren und Schattungsanalysen machen und wir können auch die Studien rausschicken, die können messen und dann könnte man eine eigene Karte erstellen von dem ganzen Bereich. Das war eigentlich mal so ein erster Rahmenplan, eine erste Ideenskizze, aber dann auf der nächsten Folie kam dann nämlich das Corona. Alle Ideen wurden über den Haufen geschmissen und wir mussten schauen, wie wir denn jetzt das ganze Semester digital die Studierenden jemals gesehen haben, also so richtig im Leben, so face-to-face. Wir kennen zwar einige, aber wir haben uns nie getroffen. Und das war die Herausforderung vor diesem Seminar. Und ich glaube, es ist eigentlich eine schöne Mischung aus Erwartungen und tollen Lösungen rausgekommen. Und Matthias wird im Folgenden jetzt vorstellen, wie wir den heutigen Nachmittag zusammen gestalten werden. Matthias. Ach so, ja genau, was wir noch, wir hatten Input-Vorträge von externen Referenten. Guido Spohr kommt aus Erfurt, die haben da ein großes Forschungsprojekt, Heat Resilient City, er hat mit einer Einführung gegeben, wirklich darum ging, wie können Quartiere angepasst werden an klimatische Veränderungen, was macht man mit Hitze innerhalb der Quartiere und dann sind wir auch noch aufs Gebäudelevel gegangen mit einem Vortrag von Marcel Schweiger, ein ehemaliger Kollege von der Bauphysik vom KIT, der uns etwas über die thermische Behaglichkeit innerhalb von Gebäuden erklärt hat und das war, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für uns Studierende, dass die in das Thema hineingekommen sind. So, ich glaube, Matthias, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Vielen Dank, Peter. Genau, noch ein kurzer Überblick, wie wir dann eigentlich ans Semester rangegangen sind. Auch ausgehend von den Vorträgen haben wir mehrere Kleingruppen gebildet, beziehungsweise die Studierenden haben mehrere Kleingruppen gebildet, die sich um verschiedene Schwerpunktthemen gekümmert haben. Wir haben gesagt, wir brauchen einmal natürlich eine Analyse,
Also wie sieht es jetzt genau auf dem alten Schlachthof aus? Wo liegen die Probleme? Haben dann mal so eine Aufteilung der Flächen vorgenommen, um zu schauen, wo kommen wir, so dass wir uns mit den Maßnahmen eben nicht in die Quere kommen, da wo wir uns nicht in die Quere kommen wollen. Haben dann unterschiedliche Maßnahmen in verschiedenen Gruppen abgeleitet und eine Gruppe hat sich um die Überprüfung der Maßnahmen gekümmert. Konkret sieht es so aus, für die Analyse hat mir zum einen eine Gruppe, die eine Online-Befragung aller Nutzerinnen und Nutzer des alten Schlachthofs vorgenommen hat, um mal zu schauen, wie geht es den Leuten dort, wie fühlen die sich? Bei Temperatur sind wir immer bei gefühlter Temperatur und tatsächlicher Temperatur. Also wie geht es denen dort, leiden die eigentlich unter der Hitze? Und eine Gruppe hat sich relativ spontan bereit erklärt, neben ihren eigentlichen Umsetzungsmaßnahmen auch noch Thermografieaufnahmen zu machen, sodass wir wirklich so die Beweisfotos im wahrsten Sinne des Wortes haben, wie es mit der Temperatur auf dem alten Schlachthof ist. Dann haben wir eine Art Flächennutzungsplan gemacht, wie gerade schon gesagt, um die Flächen zwischen den Gruppen aufzuteilen, sodass eben nicht alle Maßnahmen sich an einem Eck oder auf einer Fläche konzentrieren, sondern es eben aufgeteilt ist. Und dann die Maßnahmen in verschiedene Kleingruppen aufgeteilt, nämlich in den Bereichen, in denen man klassischerweise was unternehmen kann gegen Hitze. Das heißt, wir hatten eine Gruppe hat sich Maßnahmen im Bereich Vegetation überlegt, eine Gruppe Maßnahmen im Bereich Wasser und zwei Gruppen, wenn ich richtig liege, Maßnahmen im Bereich bauliche Veränderung. Schatten, das sind so grob die drei Mittel, mit denen man intervenieren kann gegen die Temperatur. Und dann haben wir uns aber auch noch ausgehend von einem Referat überlegt, was können wir denn eigentlich kurzfristig vielleicht machen? Also was sind nicht nur die ganz großen langfristigen Lösungen, sondern wie kann man kurzfristig intervenieren, kurzfristige Temperatur senken? Und eine Kleingruppe hat sich eben dann auch noch um die Frage gekümmert. Und dann hatten wir noch eine Gruppe, die alle Maßnahmen, die wir uns so grob überlegt haben, dann simuliert hat. Dass es bei der Simulation natürlich im Rahmen eines solchen studentischen Projekts bestimmte Einschränkungen gibt, das wird die Gruppe selber noch sagen, aber es ist ein sehr schöner erster Überblick, was denn solche Maßnahmen bringen könnten. Und da sehen Sie jetzt eigentlich auch schon das Programm für den heutigen Nachmittag. Genauso werden wir nämlich durchgehen. Das heißt, wir fangen an mit den Ergebnissen der Online-Befragung, kriegen einen Überblick über die Thermografieaufnahmen, werfen dann einen ganz kurzen Blick auf den Flächennutzungsplan, machen dann eine kurze Pause, so 5 bis 10 Minuten, schauen wir mal dann, wie weit wir sind. Dann werden die einzelnen Maßnahmen in der Reihenfolge vorgestellt und am Schluss schauen wir uns nochmal die Simulation an, schauen, was könnte das denn wirklich dann tatsächlich im Ergebnis bringen. Und dann können wir sehr gern noch zusammen in der Runde drüber diskutieren, vor allem mit Ihnen von der Klima AG. Was denken Sie darüber? Was machen Sie jetzt im ersten Moment damit? Was halten Sie davon? Mein Vorschlag wäre ansonsten noch, dass wir die Kameras während den Referaten ausschalten, weil das mit der Datenrate dann so ein bisschen besser wird, die Mikros auch stumm schalten während den Referaten. Wenn Sie konkrete Verständnisfragen haben nach dem Referat, wäre mein Vorschlag, dass man immer direkt nach dem Referat kurz Verständnisfragen klären kann. Dann stauen die sich nicht so bis zum Ende auf. Aber die Diskussion würde ich tatsächlich dann aufs Ende verlegen. Genau. Wie Sie dann das Chatfenster benutzen, dass Sie also entweder Frage oder Kommentar noch dazu schreiben während der Referate, dass wir, wenn wir eine Frage haben, einfach dass eine Verständnisfrage gleich klären kann, Kommentar einfach nur dazu oder wir sammeln das auch für den Rest, dass wir dann im Endeffekt dann auch schon so ein bisschen unsere Themen geordnet haben. Okay, Matthias, dann würde ich sagen, die Online-Befragungsgruppe darf. Genau. Dann die Bühne betreten und wir wünschen viel Erfolg und viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, wir stellen euch heute einen Teil von der Auswertung von dem Fragebogen vor. Wir haben hier die wichtigsten Punkte aufgelistet, aber Sie können auf YouTube den gesamten Beitrag auch wiederfinden. Der Online-Fragebogen wurde online errichtet. Der Zeitraum zum Ausfüllen war zwischen dem 20. Mai und dem 3. Juni 2020. Es gab 50 Befragten, alle haben auch angeantwortet und insgesamt wurden 38 Fragen gestellt. Hier ist auch noch unser Anschreiben. Bei der ersten Frage wollen wir eher eine intuitive Antwort bekommen, um zu wissen, was die Leute anzieht. Und hier kann man sehen, dass die größte Interesse an der Vegetation liegt mit 42,86%.
Genau, die meisten Leute, die an dem Fragebogen geantwortet haben, bewegen sich dort, um zu arbeiten und sind deshalb täglich dort. Und wir haben denen die Frage gestellt, ob sie Kritikpunkte am alten Schlachthof haben, ohne noch beim Thema Hitzestress anzudeuten. Und da sind halt die folgenden Kritikpunkte angekommen, wie zum Beispiel zu wenig Grünflächen und Schatten, zu viele Straßen und befestigte Flächen, zu viel Asphalt, zu viele Autos, kein Wasser, es fehlen große Bäume und so weiter. Endlich sehen Sie hier, dass die Mehrheit schon mehrere Sommer auf dem alten Schlachthof verbracht hat, mit 40% auch schon mehr als 5. Im zweiten Abschnitt von unserer Umfrage sind wir dann näher auf die Gebäudetypen und deren Ausstattung eingegangen, in denen sich die Befragten hauptsächlich aufhalten. Und hier wurde deutlich, dass mehr als 2/3 sich in Bestandsgebäuden der Schlachterei aufhalten. Und wir haben dann versucht, die Frage zu verknüpfen, der Fragestellung nach dem Temperaturempfinden im Innenbereich, wodurch auch recht schnell klar wurde, dass der Anteil der Befragten, die die Temperatur unangenehm empfinden, wesentlich höher liegt bei den Nutzern, die sich im Bestand aufhalten. Wir sind dann weitergegangen und haben danach gefragt, in welchen Geschossen sich die Nutzer hauptsächlich aufhalten. Und hierbei ist uns besonders aufgefallen, dass auch wenn sich Nutzer im Erdgeschoss aufgehalten, 16 von 21 Befragten die Temperatur trotzdem als unangenehm beurteilen. Und alle, die sich in Containern im Perfect Futur aufhalten, haben die Temperatur als unangenehm angegeben. Wir sind dann ein bisschen weiter auf die einzelnen Räumlichkeiten und deren Ausstattung eingegangen und haben auch gefragt, ob es Verschattungsmöglichkeiten gibt. Hierbei haben 32% angegeben, dass überhaupt keine Verschattungsmöglichkeiten vorhanden sind. Und sonst wurden vor allem innenliegende Verschattungsmöglichkeiten genannt, wie zum Beispiel Jalousien, die jedoch nur gering die Raumaufheizung durch Sonneneinstrahlung verhindern. Und dann aufbauend auf der Frage sind wir weitergegangen und hatten gefragt, ob diese Verschattungsmöglichkeiten denn ausreichend sind, um die Raumtemperatur angenehm gestalten zu können. Und hier hat mehr als die Hälfte mit Nein geantwortet. Jedoch hat auch von diesem Anteil auch die Mehrheit nicht selber nachgeholfen. Dabei war uns aber auch unklar, inwieweit Änderungen überhaupt erlaubt sind. Und genau abschließend hatten wir dann nach eigenen Maßnahmen gefragt, wenn welche durchgeführt wurden. Und hier wurden vor allem Dinge genannt, wie zum Beispiel Vorhänge oder Ventilatoren, die verwendet wurden. Gleichzeitig wurde aber auch geschrieben, dass sowas wie zum Beispiel Klimaanlagen mittlerweile verboten sind und auch eigentlich nichts erlaubt ist, außer innenliegende Verschattung. Kommen wir zu den Außenanlagen. Wir haben zunächst nach den Tageszeiten gefragt, in denen die Außenbereiche hauptsächlich benutzt werden. Und hierbei fällt auf, dass der Vormittag relativ wenig und die Mittagszeit am meisten an der frischen Luft verbracht werden, passend zur Büronutzung. Und die Frage, wann die größte Hitzebelastung empfunden wird, ist rechts dargestellt. Und auf der Folie haben wir zwei Fragen miteinander kombiniert betrachtet und festgestellt, dass von den Befragten die Angaben, nachmittags nach draußen zu gehen, nur 40% den Nachmittag als zu heiß empfinden, wohingegen aber 72% von allen Befragten den Nachmittag als zu heiß empfinden. Und das kann so verstanden werden, dass Personen, die unter Hitzebelastung leiden, geneigt sind, eher im Gebäude zu bleiben. Weiter zum Aufenthaltsort. 90% der Befragten gaben an, die Vorzonen von Gebäuden zu nutzen. Und von diesen 45 Personen gaben 40 an, versiegelte Flächen als besonders heiß zu empfinden, was als Wunsch nach mehr Begrünung und Schatten in den Gebäudevorzonen verstanden werden kann. Und die Hälfte der Befragten gab an, einen der Parks zu nutzen. Zu den Verkehrsmitteln. Hier wurden wir überrascht. Nur 14% der Befragten gaben an, mit der Bahn zu fahren. Und das hätten wir insbesondere dank der guten Anbindung an das Straßenbahnnetz deutlich höher erwartet. Erfreulich ist aber der hohe Anteil von Radfahrern mit 64%, und der ist deutlich größer als der Autofahrer mit 40%. Dann haben wir uns noch die Altersgruppen in Bezug zu den Verkehrsmitteln angeschaut.
und festgestellt, dass die 45- bis 56-Jährigen deutlich lieber mit dem Fahrrad als dem Auto zum Schlachthof fahren. Das konnte man bei der Gruppe von 26 bis 45 nicht finden. Zur nächsten Folie. Zum ruhenden Verkehr haben wir gefragt, ob eine Reduzierung der Parkplätze als Maßnahme gegen Hitzestress in Frage kommt. Und von den 20 Autofahrern gaben 13 an, nicht mit einer Reduzierung der Parkplätze einverstanden zu sein. Wir haben im vierten großen Abschnitt des Hitzestress nach dem Temperaturempfinden im Außen- und Innenbereich gefragt, wie die Temperaturen im Durchschnitt am heißen Sommertagen empfunden werden. Und wir haben hier eine klare Aussage, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich, nämlich dass die Temperaturen als sehr unangenehm empfunden werden. Und 12 von 50 Personen empfinden die Temperatur im Innenbereich als besonders heiß. Und von diesen 12 Personen arbeiten auch 11 Personen in einem Bestandsgebäude, wenn man die Antworten miteinander vergleicht. Eine weitere wichtige Frage war eben, zu welcher Tageszeit die größte Hitzebelastung empfunden wird. Und auch hier bestätigt es auch unsere Vermutung, dass eben nachmittags eben die Mehrheit der Nutzer die Temperatur als sehr unangenehm empfinden. Und gleichzeitig mit einer weiteren Frage gekoppelt, halten sich die Mehrheit der Nutzer aber auch mittags im Außenbereich auf. Genau. Als nächstes hatten wir gefragt, welche Auswirkungen die Hitze auf den Alltag hat. Und auch hier hatten wir verschiedenste Antworten von Kopfschmerzen bis Stress, Müdigkeit, Mitarbeiterausfälle. Also alles in allem sehr negative Auswirkungen. Und als weitere wichtige Frage haben wir, welche Bereiche eben als besonders heiß empfunden werden auf dem Schlachthof. Und die ersten drei mit vorne dabei waren die geteerten Straßen, die versiegelten Freiflächen und die Vorzonen vor den Gebäuden. Und hierbei war aber auch sehr spannend, dass 22 Personen die Vorzonen von den Gebäuden als besonders heiß nutzen und dann aber wiederum 45 von 50 Personen die Vorzonen benutzen, auch wenn eben die Vorzonen als sehr unangenehm heiß empfunden werden. Nachdem sich die Befragten mit dem Thema Hitzestress auseinandergesetzt haben, haben wir wieder die erste Frage gestellt und man merkt, dass der Wunsch nach Begrünung gestiegen ist von 15%. Die Reihenfolge bleibt aber dieselbe. Wir haben die Befragten auch gefragt, ob sie Wünsche und Ideen zur Hitzereduktion auf dem alten Schlachthof haben. Hier haben wir die in vier Themen gegliedert: Vegetation, Wasser, Außenanlage, Parken und Gebäude. Bei der Vegetation kam heraus, dass mehr Bäume benötigt sind, weniger Asphalt, mehr Grün, weniger Grau und so weiter. Bei dem Wasser wünschen sich die Befragten mehr Wasserflächen und Wasserspiele, vielleicht auch Nebelduschen. Bei den Außenanlagen schlägen die vor, mehr Bänke und Überdachungen einzusetzen. Bei dem Parken widerspricht sich das ein bisschen, weil auf einer Seite wollen die mehr Parkplätze haben, weil welche fehlen, aber auf der anderen auch weniger, weil diese Plätze sich aufheizen. Und bei den Gebäuden möchten sie auch gerne Klimaanlagen und Sonnenschutz für Fenster einrichten. Die Analyse der Befragung bestätigt die Relevanz des Themas Hitzestress am Schlachthof. 36 von 50 Befragten bewerten den Schlachthof als zu heiß. Dies wird durch die folgenden Anmerkungen bewiesen, wie zu heiß, zu viel Asphalt, nicht genug Schatten, aber auch sehr heiß im Sommer. Im Sommer sehr heiß, die Luft steht, Hitze im Innen- und Außenbereich. Und auch noch bei Sonnentagen heizen sich die Flächen auf und strahlen unangenehme Wärme ab. Das wäre das Ende von unserer Präsentation. Genau, das sind die Quellen. Wunderbar, vielen Dank an euch vier. Nachdem ich es gerade
gesagt habe, jetzt einfach die Frage in die Runde, gibt es konkrete Verständnisfragen? Wie gesagt, Diskussionen würde ich gerne ans Ende stellen, aber gibt es konkrete Verständnisfragen dazu? Ich sehe und höre, einfach, da kommt was. Ja, ich habe eine Frage. Ja, erstmal vielen Dank, war sehr interessant. Auch mit den Bildern, das fand ich interessant als Einstieg und Ausstieg. Ist die Beteiligung eine repräsentative? Also kann man aufgrund der, reicht die aus, sage ich mal, um da jetzt weiterzumachen? Ich übernehme mal gerade kurz das Wort. Also anhand gerade der Wünsche wir haben uns eigentlich sehr anhand der Wünsche orientiert. Und ich denke schon, dass es auf jeden Fall ausreichend ist, da wir ja eigentlich alle befragt haben, die auch wirklich am Schlachthof arbeiten. Ja, danke. Und wenn ich das einschieben darf, alle haben geantwortet, vor allem dann. Und damit ist es eine Vollerhebung und repräsentativer kann es nicht mehr werden, als alle zu befragen. Super, freut mich. Okay. Gibt es noch eine Frage? Nein, dem ist, glaube ich, nicht so. So besser, weil dann können wir nämlich jetzt mal ins Gebiet hinein switchen und wir haben eine Gruppe gehabt, die dann doch noch rausgehen und David, die dann auch dort eine Art Bestandsaufnahme an einem sehr heißen Tag gemacht haben und das sind sehr beeindruckend dabei rausgekommen und sehen, stimmt das denn jetzt auch eigentlich so, was in der Online-Befragung rausgekommen ist zwischen dem subjektiven Empfinden und dem, was wirklich messbar ist. Daher, Patrick und David, ich erteile euch gern das Wort. Okay, hallo auch von unserer Seite. Wir kommen jetzt dann, wie gesagt, zum zweiten Punkt aus dem Analyseteil, nämlich den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera. Und zwar waren wir an mehreren Tagen unterwegs und haben uns dann aber letztendlich für die Aufnahmen vom 24.06. entschieden, weil wir da die besten Bedingungen vorgefunden hatten. Also es war sonnig, wir hatten 29 Grad Lufttemperatur, weitgehend wolkenlosen blauen Himmel und also man hat die Hitze schon sehr deutlich gespürt. Von daher werden die Aufgaben, diese Aufnahmen wohl am besten sein. Genau, zunächst möchte ich auf ein paar allgemeingültige Dinge hinweisen im Sinne von so einer Leseanleitung für diese Thermografieaufnahmen. Es gibt nämlich so ein paar Dinge, die können erstmal ein bisschen verwirrend wirken. Am Beispiel vom ersten Bild, zum Beispiel der Himmel, der hier so im tiefblauen Spektrum angegeben wird und auf der Skala mit nahe 0 Grad angegeben wird. Kommt daher, dass die Kamera versucht, die Atmosphäre zu messen und es spiegelt nicht die tatsächliche Lufttemperatur wider. Da muss man aufpassen in den Bildern. Und gleichzeitig sind solche Flächen wie hier, reflektierende Flächen oder auch Fensterscheiben sind auch mit Vorsicht zu genießen. Da bekommt die Kamera auch Probleme und spiegelt nicht unbedingt wider, was tatsächlich auf dieser Temperatur, auf dieser Oberfläche für eine Temperatur herrscht. Und um das ein bisschen genauer sehen zu können, haben wir dann immer nebendran noch so ein echtes Bild gemacht, dass man dann schnell auch die Rückschlüsse ziehen kann, was da der Fall ist. Und links oben ist dann auf der Karte noch verortet, von wo das Bild aufgenommen wurde und in welche Blickrichtung. Genau, die Aufnahmen waren nicht von Anfang an perfekt. Das sieht man hier in diesem ersten Bild ganz gut. Da haben wir in der Skala so einen Spitzenwert von 84 Grad, der nicht besonders realistisch ist. Und zweitens auch, wie man sieht, hier dieser weiße Bereich, der findet sich nirgendwo in den Bildern. Und gleichzeitig verschwinden hier hinten einige von den Gebäuden in so einen blauen Bereich und gehen fast schon in den Himmel über. Also für uns steckte da auch erstmal so ein Prozess des Ausprobierens und Lernens dahinter, weil diese Aufnahme, die wurde jetzt mit dem automatischen Modus von der Kamera gemacht. Und wir haben dann gemerkt, dass es besser ist, in den manuellen Modus umzustellen. Denn da kann man
die Skala besser beeinflussen. Da kann man sowohl die Spannweite größer oder kleiner einstellen und gleichzeitig auch den Bereich nach oben und nach unten verschieben. Und dann haben wir an solchen sehr heißen Flächen versucht zu schauen, wo sind die heißesten Flächen. Nämlich, dass es hier gerade so weiß wird, im Übergang vom Rot ist dann unsere Maximaltemperatur. Und genau, dann haben wir so versucht, diesen Bereich etwas mehr einzugrenzen und sind dann dadurch auch auf die ersten aussagekräftigen Bilder gekommen. Und da sieht man dann auch schon sehr schön hier, was es ausmacht, so eine besonnte Fassade im Vergleich zu so einer beschatteten Fassade hier vom Substage. Genau, dann geht's weiter. Als wir dann so unseren Temperaturbereich gefunden hatten, haben wir dann mal so von der Dachterrasse das Aurum in unterschiedliche Bereiche fotografiert. Hier sieht man jetzt zum Beispiel sehr gut, was es für einen großen Unterschied macht zwischen einer asphaltierten Fläche und so einer Rasenfläche von den Bahngleisen. Genau. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt noch kurz einen Verweis geben auf die Ergebnisse der Simulation, die zwar jetzt im Verlauf der Präsentation erst ganz am Schluss vorgestellt werden. Allerdings ist jetzt trotzdem der Hinweis an der Stelle mal ganz wichtig, weil wir haben ja hier diesen Bereich von ca. 50 bis 60 Grad für uns so rausgefunden als die maximalen Temperaturen, die wir hier messen konnten. Und das werden wir dann später in den Simulationen auch nochmal sehen, weil eines der Aufgaben der Thermografieaufnahmen war ja auch, die Simulation ein Stück weit zu überprüfen und zu plausibilisieren. Genau, und dann haben wir versucht, die Auswirkungen auf verschiedene Oberflächen darzustellen. Hier sieht man jetzt einmal direkt auf der Dachterrasse den Vergleich von so einer extensiven Dachbegrünung zu einer gefliesten Fläche mit einer Nutzung drauf, wo die Unterschiede schon sehr deutlich zu sehen sind, dass so eine Dachbegrünung auch tatsächlich einiges bewirken kann. Sehr eindrücklich ist auch hier in diesem Bild zu sehen, dass solche Fremdkörper wie so ein betonierter Pflanzkübel oder so ein Rahmen von so einer von so einem Oberlicht auch sehr stark herausstechen. Also die Aufnahmen sind auch sehr detailliert. Genau. Die Dachterrasse, die war auch spürbar heiß und das sieht man auch in diesem Bild hier ganz gut. Da hat tatsächlich unsere Skala dann fast schon nicht mehr ausgereicht. Genau, dann sind wir rüber aufs K3, auf die andere Dachterrasse, weil wir auch da die Möglichkeit hatten, hochzubekommen. Und haben dann da auch nochmal über die Dächer hinweg fotografiert. Und da sieht man auch sehr deutlich, dass hier vorne die Dachbegrünung ganz gut funktioniert. Und im Vergleich dazu das Metalldach von Perfect Futur sich doch ziemlich stark aufheizt. Genauso auch wie die Parkflächen unten. Und weil wir dann schon da oben waren, konnten wir es uns dann natürlich auch nicht verkneifen, einmal kurz auf den Messplatz zu halten, um mal zu sehen, wie sich so eine komplett asphaltierte Fläche eigentlich verhält. Ich glaube, das ist ziemlich eindrücklich als Bild. Und damit werde ich jetzt an meinen Kollegen abgeben. Genau, auf dem Bild haben wir jetzt angefangen, quasi die Umgebung sukzessive darzustellen. Hier sieht man auch ganz gut, dass die Asphaltflächen wieder der höchste Temperaturbereich sind. Aufzupassen ist, dass im Erdgeschoss diese Glasfassaden nicht repräsentativ sind, weil die ja, wie gesagt, wie der Patrick schon am Anfang gesagt hat, spiegeln und dadurch nicht darstellbar sind. Was sehr interessant ist, dass jetzt in dem Bild auch schon grüne Bereiche in der Fassade sichtbar werden, die diese Bepflanzungsbereiche sind, beziehungsweise verschattete Bereiche in der Fassade. Darauf gehen wir dann bei den nächsten Beispielen näher ein. Hier sieht man nochmal die Dachterrasse. Da ist wieder eindrücklich die gefließte Fläche zu der begrünten Fläche. Glücklich für unsere Aufnahme hier ist jetzt, dass die Geländer nicht verglast sind seitlich, wie auf der anderen Terrasse, sondern nur mit so einem Drahtgewebe bespannt sind. Und dadurch kann man sehr gut die Temperaturmessung machen. Und man sieht, verschattete Bereiche sind natürlich nicht so heiß.
die Kacheln sind wieder der wärmste Bereich und die Begrünung ist wieder der kühlste Bereich. Genau, hier ist jetzt eine sehr gute Aufnahme von einem Bestandsgebäude. Der Asphalt ist das Wärmste. Man sieht, wo Autos geparkt haben. Auch die Fläche sind noch nicht so aufgeheizt wie die restlichen Asphaltflächen. Fahrzeuge selber sind normalerweise Peak-Temperaturen. Da sieht man ganz gut an der Windschutzscheibe wieder, dass die den Himmel reflektiert und dadurch nicht repräsentativ ist. Die Backsteinfassade auch sehr heiß ist. Interessanterweise rechts ist ja eine weiß gestrichene Fassade, die ist auch kühler als die Backsteinfassade. In der ersten Etage, also oben drauf, ist auch eine weiße Fassade. Da ist zumindest die Hypothese von uns, dass durch die Abstrahlung vom Dach, Hitzeabstrahlung vom Dach, dort die Temperatur auch wieder relativ hoch ist. Interessant hierbei ist, dass der Mensch oder diese Frau in der Mitte des Bildes eigentlich ein kühler Bereich im Bild ist, obwohl die Körpertemperatur ja eigentlich mit 37, 38 Grad relativ hoch ist. Hier jetzt ganz gut zu sehen die Maßnahmen von Verschattung bzw. Fassadenbegrünung. Man sieht quasi, wo dieses Fadenkreuz im Bild ist, sehr gut, wie die Fassadenbegrünung einmal das Gebäude kühlt. Gleichzeitig sieht man auch die Bäume, die eine Kühlwirkung haben und die Verschattung. Wobei man da jetzt auch sagen muss, wenn man sich dort aufhält, bringt die Verschattung natürlich eine direkte Minderung der Sonneneinstrahlung, allerdings der Durchfluss der Luft ist trotzdem noch sehr warm. Das haben wir jetzt bei den Aufnahmen gemerkt und dadurch ist es trotzdem noch gerade in der Mittagszeit sehr unangenehm, auch in diesen verschatteten Bereichen. Hier ist nochmal die Fassadenbegrünung sehr gut zu sehen. Links und rechts ist nochmal die Verschattung von dieser Auskragung der oberen Etage zu sehen. Gleichzeitig ist das ja eine hinterlüftete Fassade, die man hier auch sehr gut sieht, die nicht besonders heiß ist und die Pflanzen sind trotzdem noch mal kühler als diese hinterlüftete Fassade. Auf eine Fassade werden wir beim Substage gleich noch mal eingehen. Hier ist, wie gesagt, noch mal darauf zu achten, dass diese Fassade eigentlich einen sehr guten Wert hat dafür, dass sie in der prallen Sonne steht. Und wieder sind die wärmsten Bereiche die Motorhauben bzw. Flächen von den Automobilen. Hier ist der Vergleich zwischen verschatteter und besonnter Fassade ganz gut zu sehen. Rechts ist noch ein Baum im Bild, der ist schon so ein bisschen abgeschnitten, allerdings auch wieder ähnliche Temperaturbereiche auf dem besonderen Baum wie auf der verschatteten Fassade. Der Backstein heizt sich extrem auf und der Asphalt ist wieder der wärmste Bereich in der Thermografie. Nochmal eine begrünte Fassade, jetzt noch ein bisschen intensiver und man sieht, dass gerade die Pflanzbereiche die dunkelblauen Bereiche sind und quasi der Unterschied zwischen dem Betonkübel unter dem Pflanzbereich, den man als mit wärmsten Bereich im Bild sehen kann, extrem ist zu den Pflanzen selber. Und da sieht man halt, welches Kühlpotenzial die Pflanzen eigentlich haben. Bei dem Bereich haben wir jetzt versucht, mal diese Außenqualität darzustellen. Das ist ja in dem Bereich von den Bahngleisen zwischen den Gebäuden durchfotografiert. Im Hintergrund sieht man jetzt diese Brachflächen, die noch sehr gut begrünt sind, die einen relativ kühlen Umgebung schaffen. Und im Vordergrund sieht man den extrem heißen Asphalt wieder. Die besonnte Fassade auf der linken Seite, die auch wieder sehr heiß ist. Und hier sieht man jetzt beispielhaft, wie warm diese Bänke sind. Und wenn man sich überlegt, man zieht jetzt einfach mal 10 Grad ab, damit man auf der sicheren Seite ist, 48 Grad Banktemperatur ist trotzdem keine Temperatur, wo man sich quasi hinsetzen oder aufhalten möchte. In dem Bereich sieht man jetzt nochmal ganz gut den Unterschied zwischen Dachflächen, begrünten Flächen und Asphaltflächen. Hier auch zu sehen, wie warm die Gleise eigentlich werden. Also diese Gleisbette werden auch quasi nochmal wärmer als die Umgebung. Die Begrünung hilft extrem und wieder Dachflächen und also quasi horizontale Flächen sind die wärmsten. In dem Bereich haben wir versucht, eine Verschattungsmöglichkeit darzustellen, hier durch dieses Sonnensegel, was man ganz gut sieht. Der Bereich, der verschattet wird,
ist deutlich kühler als der Bereich, der quasi nicht verschattet wird. Gleichzeitig ist das Segel auch relativ kühl, dadurch, dass es weiß ist und stark reflektiert. Und rechts daneben sieht man die Pflanze, die man ja wie auf dem Bild dargestellt, die jetzt nicht sehr üppig bewachsen ist und trotzdem auf der Thermografie einen kühleren Bereich darstellt. Und wieder Dachflächen und Asphaltflächen sind wärmer. Und wieder sieht man hier im Vordergrund, dass da ein Auto geparkt hat, was vor kurzem erst weggefahren ist. Und dadurch die Asphaltfläche in dem Bereich kühler ist als auf dem daneben. Da haben wir jetzt mal die Fassade vom Substage fotografiert. Beispielhaft ist hier, dass natürlich die schwarze Fassade oder die dunkle Fassade sich extrem aufheizt. Ein schönes Beispiel ist dieses Schild im Vordergrund über dem Auto quasi, was weiß ist und wo man quasi auf der Thermografie schon sieht, dass nur über die Farbe des Schildes die Fassade deutlich kühler ist und dadurch natürlich auch eine extreme Abstrahlung, eine Hitze vorhanden ist von dieser großen dunklen Fassade. Hier haben wir dann nochmal den Bereich daneben fotografiert, einmal um darzustellen, wie eigentlich die Verschattung von der Asphaltfläche sich auf die Temperatur der Asphaltfläche auswirkt. Das sieht man ja ganz gut zwischen diesem verschatteten Bereich links und dem nicht verschatteten Bereich rechts. Gleichzeitig sieht man auch, der Fahrbahnbelag, nur dieser weiße Streifen, der quasi die Kurve markiert, der ist bedeutend kühler als der Asphalt selber. Und wieder sind die Dachflächen und die Asphaltflächen quasi die wärmsten Flächen. Und man sieht, dass selbst die Verschattung vom Dach schon hilft, die Fassade in dem Bereich zu kühlen. Auf der rechten Seite. Genau, dann sind wir damit jetzt am Ende von den Folien angekommen. Ich würde sagen, wenn es Fragen gibt, dann würden wir die am besten wahrscheinlich auch jetzt beantworten. Ich hätte es nicht besser hinmoderieren können. Vielen Dank an euch beide. Genau, gibt es Fragen dazu? Offensichtlich nicht. Frau Feller, Sie haben jetzt gerade das Mikro eingeschaltet. Ja, ich habe keine Frage. Ich habe nur ich bin sehr, sehr überrascht, dass laut Ihrer Untersuchung die Autos quasi kühlen. Ich hätte nie gedacht, dass die Autos den Asphalt kühlen. Also so habe ich es verstanden. Und dann haben Sie uns missverstanden. Habe ich Sie missverstanden? Weil wenn das Auto weg ist, ist der Asphalt kühler. Sieht man, dass der Asphalt etwas kühler ist als ohne Auto. Das ist richtig. Also der Asphalt, wenn das Auto auf dem Asphalt steht, ist der Asphalt in dem Bereich bedeutend kühler. Allerdings das Fahrzeug, was davor da stand, ist bedeutend wärmer als der Asphalt. Okay. Damit ist quasi keine Kühlung erreicht, sondern es ist eine größere Hitzebelastung durch die Fahrzeuge. Okay. Und das einzige Beispiel war jetzt quasi in dem vorangegangenen Bild, das man quasi gesehen hat, dort, wo das Auto gestanden hat, vor 5 Minuten im Prinzip, da ist der Asphalt noch nicht so stark aufgeheizt wie jetzt in dem Bereich, wo quasi den ganzen Tag beschienen wurde. Okay, gut. Ja, danke. Also ein Argument für die Verschattung, nicht für die Autos, wenn ich es richtig verstehe. Gott sei Dank. Gut, dann nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide. Und ich glaube, ich darf bei euch bzw. bei dir, David, bleiben, um ganz kurz vorzustellen, wie wir jetzt eigentlich die Flächen dann für die weitere Arbeit aufgeteilt haben. Genau, der Patrick hat das schon schön in unsere Präsentation eingebunden. Kannst du noch eins weitermachen? Mhm. Ja, genau. Also hier haben wir jetzt das komplette Maßnahmenpaket im Prinzip gebündelt. Vorweg vielleicht zur Erklärung. Jede Gruppe hat erstmal ihre eigenen Maßnahmen, die sie sich überlegt hat, haben, wie die gut funktionieren könnten, dargestellt. Und dann haben wir die übereinander gelegt und geguckt, welche Maßnahmen in welchen Bereichen am sinnvollsten sind. Dabei sind wir dazu gekommen, dass Bestandsgebäude eigentlich immer an die Wassergruppe fallen, da über den Denkmalschutz und auch sonst es extrem schwierig ist, jetzt Dachflächen zu begrünen oder so. Die zu bewässern ist weniger schwierig, also fallen diese Flächen an die Wassergruppe. Die Idee in der Bepflanzung ist, dass erstmal so ein durchgehendes Tragwerk über den Parkplatzflächen entsteht, das dann berankt wird
um zu kühlen. Gleichzeitig hat die Wassergruppe auch immer wieder Flecken in diesen Ranggerüstsituationen bekommen, um offene Wasserflächen oder Wassersituationen zu gestalten. Die bauliche Verschattungsgruppe hatte quasi so Eingangssituationen bekommen, die quasi von denen dargestellt oder umgesetzt werden. Und genau die Randgebiete sind auch an die bauliche Gruppe gefallen. Gleichzeitig gibt es so Hochbeetbereiche, die als Idee von der Vegetationsgruppe wieder waren, um so ein bisschen zum einen Vegetation in das Gebiet zu bringen, wo der Boden nicht geöffnet werden muss, und gleichzeitig den Anwohnern, da gibt es ja Restaurants und andere Einrichtungen, wo man dann sagen kann, die können da Flächen von nutzen für Kräuter oder sonst irgendwas. Genau, auf die einzelnen Maßnahmen der Gruppen gehen wir später nochmal ein. Ich hoffe, dass dieser Plan jetzt einmal ganz gut darstellt, wie wir vorgegangen sind und welche Bereiche welche Gruppe quasi bekommen hat. Genau. Gibt es dazu erstmal Fragen zu diesem Plan? Scheint nicht so zu sein. Ich glaube, er erschließt sich auch nochmal viel besser, wenn wir nachher in den Referaten die einzelnen Maßnahmen erklärt bekommen und verstehen. Es war uns nur wichtig, dass Sie einmal sehen, wie wir auch im Ablauf rangegangen sind. Das ist natürlich dann so eine Herausforderung, wenn man auf der einen Seite in einer großen Gruppe arbeitet, aber dann auf kleinen Gruppen aufteilt und das noch dazu alles digital, ohne dass wir uns einmal die Woche im Seminarraum treffen. War es eben wichtig, das vorab so ein bisschen aufzuteilen und abzustimmen, damit eben nicht alle am gleichen Fleck arbeiten, in Anführungszeichen. Ja, und wie gesagt, das soll sich dann alles gleich noch erklären, wenn wir in die einzelnen Maßnahmen gehen. Genau, und vielleicht noch dazu ganz kurz, dieser Lageplan, der wird dann von den einzelnen Gruppen nur für ihre Bereiche dann nochmal aufgegriffen. Das heißt, in den kommenden Lageplänen ist das dann auch nicht mehr so unübersichtlich, wo dann alle Bereiche drin sind, sondern die Bereiche sind nur so dargestellt, damit man von vornherein weiß, dass man quasi sich jetzt nicht überschneidet in den Maßnahmen, dass die jetzt quasi nicht komplementär sind und dann man irgendwas doppelt macht. Dafür ist dieser Plan und später werden dann die einzelnen Bereiche nochmal fundierter beschrieben. Genau. Danke, David, und danke euch beiden. So. Jetzt sind wir gut durchgekommen, Matthias, ne? Wir sind wunderbar durchgekommen, das sehe ich ganz genau. Wir das wollten für die erste Runde, den ersten Überblick zu bekommen, was ist auf dem Schlachthof, was sind die Bedürfnisse der Nutzer, wie ist die konkrete Situation vor Ort und wie haben wir uns denn weiter an die Bearbeitung gemacht und alles verhältnismäßig selbst organisiert durch die Studierenden. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung, wie sich dann alle Gruppen wieder zusammengebastelt haben und dass wir dann doch verhältnismäßig klare Bereiche zuordnen konnten, wo denn die einzelnen Maßnahmen stattfinden werden, die dann im zweiten Teil unserer Präsentation präsentiert werden. Die Frage ist, dann machen wir diese kurze 5-Minuten-Pause zum Kurzschnaufen für alle und würde sagen, um 14:50, Matthias, ja, geben wir dann für die nächste Runde Gas und von daher Pause und ich hoffe, dass nachher auch wieder alle 31 da sind. Und dann genau, also loggen Sie sich nicht aus. Also nicht das Meeting verlassen am besten, sondern einfach Kamera, Mikro stumm schalten und das Ganze dann in 5 Minuten wieder anschalten. Dann können wir direkt weitermachen. Genau, und wir starten dann mit der Vegetationsgruppe, die ihre Maßnahmen vorstellen wird. Okay, bis gleich. Dankeschön. Bis gleich. Nein, 5 Minuten aus. Wir machen gerade 5 Minuten aus. Erste, die Schüssel ist zur Mischung. Ach doch, jetzt wieder.